Ich habe gerade irgendwie gesehen, wie er den Weg am Archeon Richtung Westen genommen hat. Komm, wir müssen ihm folgen. Ja, und aus der Richtung kommen gerade einige her. Der ein oder andere. Ah, wenn ich einen Vorschlag unterbreiten dürfte. Soweit ich mich erinnere, wird dieses gewaltige Gebäude dort als Logistikon bezeichnet. Es reguliert die Biosphäre des Labyrinthos. Dann befinden sich auch weitere Fahrstühle, die die verschiedenen Ebenen miteinander verbinden. Irgendwie als Auftraggeber nur aus einer höheren gelegenen oder tiefen Ebene kommt, ich halte es für wahrscheinlich, dass sie sich an diesem Ort treffen werden. Ich glaube nicht, dass irgendwie Fremden wie uns verraten wird, was er mit seinem Auftraggeber genau bespricht. Jedenfalls wird er nichts Wichtiges preisgeben. Deshalb sollten wir uns irgendwie tarnen, wenn wir ihm folgen. Hier war es schon über 3000 und in der Stunde muss ich los. Ich glaube, das lohnt sich heute nicht mehr. Nee, wahrscheinlich nicht. Also ich habe 40 Minuten gebraucht. Und ich war vorhin in der Warteschlange bei 3200 irgendwas. Und habe da knapp 40 bis 50 Minuten gebraucht, um reinzukommen. Ihr könnt eng werden. 10 Minuten hättest du dann auf jeden Fall noch. Eventuell geht es vielleicht auch schneller. Wenn Ra bei uns wäre, könnt ihr uns unsichtbar machen. Aber ein einfacher Unsichtbarkeitszauber wird doch etwas langweilig. Findest du nicht auch, Alfino? Ich hatte da etwas anderes im Sinn. Oh. Wie wäre es mit einer kleinen Charade? Also sei kein Frosch. Nein. Ist so oder was? Nein. Och, komm schon. Keine Sorge, Krile. Das ist nur ein kleiner Verwandlungstrick. Nach einer kurzen Weile werden sie ihre ursprüngliche Form wieder erlangen. Hat man mich mal... Was ich eigentlich alles als eine Heldin von Eosea durchmachen muss? Jetzt muss ich mich sogar schon in einen Frosch verwandeln lassen. Hallo? Da war... Hackt? Das ist witzig. Ja, ich... Ja... Könnte ich Stola gerade so ein bisschen bewürgen? Hätte ich nicht eine Katze sein können oder ein Hund oder eine Ratte? Muss ein Frosch sein? Aber ihr müsst euch beeilen, denn die Wirkungsdauer des Zaubers ist begrenzt. Nimm Afino und Alizée mit und folgt ihren Wiegel unauffällig. Falls die Wirkung unterwegs doch nachlassen sollte, werde ich den Zauber für euch erneut wiederholen. Ja, toll. Und was mache ich? Du wirkst mir momentan etwas verträumt. Während des Verwandlungszaubers ist man ungeschützt. Da ist es mir lieber, wenn du hier bei mir bleibst. No. No, ein trauriger Lala. Doch ihr solltet vorsichtig sein und euch nicht von irgendwelchen wilden Tieren anfallen lassen, die hier herumstreuen. Zur Not hüpft lieber weg, bevor ihr im Schlund eines Raubtiers landet. Ist aber. Wo ist denn ein Frosch verwandelt, um diesen Auftrag abzuschießen, musst du in dieser Form die Auftragsziele erfüllen. Also wenn du dich zu weit von diesem Ort entfernst, endet sie wirklich... Ja, keine Frage. Okay. Okay. Geht doch in die Hose. Hallo, Alfino. Quack, quack! Quack, quack! Gleiten dich jetzt. Okay. Also außer quaken können wir nichts mehr. Mein Gott! Nein, das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Das ist ein No-Go.
Nope. Nippidi nö. Nein. Da ist eine Riesenkröte. Die frisst mich aber mit einem Haps. Oh Gott. Was tue ich hier eigentlich? Ja, okay. Da vorne muss ich. Ne, so eine andere Kröte. Das Quack, Quack. Quer nur um, anstatt das Spiel. Ich kann da diesmal nichts für. Das ist es vom Spiel verlangt. Wo ist denn der Zielpunkt? Oder konnte ich mich da einfach nur auffrischen? Warte mal. Nee. Das Leben eines Heldenfrosches. Ja, okay. Oh Gott, ist das niedlich! Ich kann die nie ernst nehmen! Nein! Ich kann nicht, das geht nicht. Oh, Hoppelfrosche. Frosche vor allem. Frosche. Hier dein Lohn für die letzte Lieferung. Du bist sehr zuverlässig. Der Rat weiß deinen Fleiß zu schätzen. Verzeih die Eile, aber ich hätte da auch bereits den nächsten Auftrag für dich. Ich hoffe, ich kann wieder auf deine Unterstützung zählen. Das ist wieder eine ganze Menge. Mappa! Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Ich hoffe, es geht dir gut. Verzeiht die Nachfrage, aber was hat es mit diesen sonderbaren Aufträgen auf sich? Ich und meine Kollegen arbeiten sich Tag und Nacht die Knochen wund. Und das ohne Erklärung. Das tun einige. Mit Verlaub, wir sind keine einfachen Handlanger. Wir sind hochspezialisierte Bürger, wie ihr selbst. Könnt ihr uns nicht zumindest erklären, wozu die ganze Arbeit dient? Das ist gut. Das ist gut. Charlayan wurde eine immens wichtige Aufgabe anvertraut, der wir schon seit langer Zeit gewissenhaft nachgehen. Und dieser Tage, in denen der Weltuntergang in aller Munde ist, müssen wir diese Aufgabe gewissenhafter verfolgen denn je. Das ist alles, was ich dir dazu sagen kann. Doch ich versichere dir, dass schon bald all deine Fragen beantwortet werden. Bis dahin hofft der Rat zum Wohle aller auf deine uneingeschränkte Unterstützung bei der Erfüllung unserer Pflicht. Also gut, ich werde weiter eure Aufträge erfüllen. Vorerst. Aber der Rat sollte sich nicht zu lange Zeit lassen, bis er die Karten offen auf den Tisch legt. Sonst könnte... Nein! Oh Gott. Ich habe schon wieder schneller gelesen, als ich gehört habe. Ich darf einfach nicht mitlesen. Ich darf nur zuhören. Ich darf nicht mitlesen. Das überspringe ich immer.
Diese Froschen! Vor allem überhaupt nicht auffällig! Das fällt auch gar nicht auf, ey. Der weiß doch 100% was los ist. Ich hoffe, ihr habt gehört, was ihr hören wolltet. Damit habe ich dann wohl meine Schuld an euch beglichen. Oh, er ist sauer. Uff, 5344. Alter. Oh, das kann dauern. Etwas. Eventuell. Kann auch schon. Ich mag nicht in allem mit dem Rat übereinstimmen, aber ich gehe davon aus, dass er im besten Interesse Schalajans handelt. Bin ich mir nicht so sicher. Trotzdem bin ich froh, dass jemand versucht, der Sache auf den Grund zu gehen. So wie ich das sehe, sitzen wir alle im gleichen Boot und wenn wir nicht zusammenarbeiten, dann gehen wir gemeinsam unter. Diese Froschen. Sag mal, wie hast du uns eigentlich erkannt? Drei Frösche, die nebeneinander sitzen. Das nächste Mal solltet ihr die Tiere vorher etwas genauer beobachten. So verhalten sich keine Frösche. Wollte ich auch sagen. Das war doch sowas von unnatürlich für einen Frosch. Das war so... Nee. Er hätte uns in was Kleineres verwandeln sollen, aber doch nicht in einen Froschen. Ja, das kundige Auge eines Klauers täuscht Frankfurt nicht so leicht. Zum Glück hast du genug Vertrauen zu Irrenwil aufgebaut, dass er es uns nicht übel genommen hat. Jedenfalls konnten wir sehr interessantes Erfahrung bringen. Der Rat der Philosophen hat also eine alles überragende, wichtige Aufgabe. Das Ganze steht offenbar im zeitlichen Zusammenhang mit der Verlautbarung der Teleforoi. Es erklärt sowohl diese große Inventur als auch ihre Ablehnung des Hilferufs von Eosea. Für sie hat diese Aufgabe Vorrang vor allem anderen. Tada. Küss mich, ich bin ein verwandeltes Problem. Glaub mir, die willst du nicht küssen, die Frische. Gleich nochmal los, aber ich heute vermutet, dass ich den nicht einkaufen konnte. Ich freue da und unterstütze dich hier. Bring mir was vom Einkaufen mit. So, ich gehe. Mach noch mal eine kurze Pause. Hol mir mal ein Essen, was Frisches mir gleich zubereitet. Hoffe ich. Wenn er wach ist. Und bestelle eine kleine Vorglühwein. Bei mir ist echt kalt. So, ich bin gleich wieder da. Genießt die Musik. Und ich, also, alles schön. Oh Gott, ich könnte die ganze Zeit einfach nur meine Hände an diese. Kasse Glühwein halten. Das würde mir schon vollkommen reichen. Was habe ich eigentlich jetzt für Nachrichten? So. Nicht den. Nö. Ich sehe noch nicht. Nee. Okay. Danke, Iris. Guter Rat ist teuer. Oh ja. Manchmal. Eine wirkliche Aufgabe ist es also, die der Rat der... eine wichtige Philosophen hier hat dich verfolgt. Wenn ich die Worte des Ratsmitgliedes richtig interpretiere, scheint sie tatsächlich mit dem Weltuntergang in Verbindung zu stehen. Die Frage ist nur, was genau für eine Aufgabe ist das? Es klang für mich auch so, als seien die Klauber nicht darüber informiert, warum sie plötzlich so hart arbeiten müssen. Das Ratsmitglied ließ sich auch auf Nachfrage nicht dazu hinreißen, mehr zu verraten. Wir sollten erst einmal Istola und Krile berichten, was wir gerade gehört haben. Sie warten sicher noch an der gleichen Stelle, an der Istola uns in Frösche verwandelt hat. Bestimmt tut sie das. Ja, toll. Nee, mit der Kutsche will ich ganz jetzt nicht fahren. Pass auf, jetzt kriege ich die Kutsche nochmal. Nee. Gut. Ich will gerade sagen. Hier steht Frosche. Ich muss einfach nach unten, ne? Ja.
Pistole! Wo bist du? Da bist du. Ihr seid zurück. Und konntet ihr an Iranville zu seinem Treffen folgen? Ja. Wirklich spannend. Dann war unser kleiner Charade also ein voller Erfolg. Wir sollten Krilo sofort informieren und uns beratschlagen, wie wir nun weiter vorgehen. Sie war ganz blass um die Nase. Da habe ich sie zurück zu Merialis Agrarbotanik geschickt, wo es sicherer ist. Ich hoffe, sie ist unbeschadet dort angelangt. Vielleicht kannst du ja nochmal auf der Anhöhe nachschauen, wo diese Blumen wachsen, die Krile so fasziniert haben. Wir schauen uns zur Sicherheit hier in der Gegend noch einmal um und begeben uns dann direkt zur Agrarbotanik. Ich wundere mich jetzt mega, dass nur nicht eine einzige Indie kam. Ne? Neun Stunden. Wir sind seit 9 Stunden live. Ist das übertrieben? Nein. Muss doch hoch. Ach, du grüne Nonne. Krilo! Hier für dich. Ich habe sie ein wenig verzaubert. Die Blüte wird nur nicht so schnell verblühen. Sie hat mich darum gebeten und meinte, du würdest die Blume auf deinen Reisen noch brauchen. Sie wird nun für einen Moment meinen Platz einnehmen. Ich weiß jedoch nicht, ob es so gut klappt wie bei Minfilia. Danke. Verzeih diese ungewohnten Umstände und sei unbesorgt. Ich werde diesem Kind ihren Körper schon bald wieder zurückgeben. So wie ich die erste Splitterwelt nicht allein vor der Lichtflut erretten konnte, so fällt es mir nun gleichermaßen schwer, meinen Willen ohne Beihilfe in der physischen Welt zu manifestieren. Diese Musik im Hintergrund. In der geisterhaften Erscheinung, in der ich dir auf dem Schiff begegnete, hätte ich es nicht einmal vermocht, diese Blume zu verzaubern. Ich liebe diesen Sound. Einzig im Sternengrund, dem Ort, an dem alles Leben zurückkehrt, verbleiben meine Kräfte ungebrochen. Ich würde am liebsten einfach nur in dieser Szene verharren, dieser Musik lauschen. Auch die Seele Minfilias, die ihr Leben für den ersten Splitter gab, ist nun in den Sternengrund zurückgekehrt. Dem Ort des Ursprungs. Ich wollte, dass dieses liebliche Kind in Frieden ruhen kann. Es gibt da noch eine andere Seele. Ob du sie erreichen wirst, hängt allein von dir ab. Nimm diese Blume und schreite voran. Zu dem Ort, nach dem du dich sehnst. Voller Hoffnung und Zuversicht.
Sie soll dein Wegweiser sein und dir Einblick in die Herzen anderer gewähren. Suche in der dunkelsten Stunde nach der Freude. Nur jene, die in die Fratze der Verzweiflung gestarrt haben, durch Kummer und Leid gewartet sind und doch immer weiter vorangeschritten sind, nur jene finden das wahre Licht in sich. Du und deine Freunde müsst das Leuchtfeuer in der Finsternis sein. Der Kerl kommt mir irgendwie bekannt vor. Ratsmitglied vor Chenot? Ach ja, stimmt. Der war's. Genau. Ah, jetzt weiß ich wieder, warum er mir bekannt vorkam. Ich hab ihn nur in der Kleidung nicht erkannt. Ich glaube, der hatte beim letzten Mal was anderes an, ne? Kann das sein? Als hätten wir sie erfolgreich. Ich glaube. Ich glaube, sie hatten beim letzten Mal was anderes an. Also er. Die werteste Krile Baldesion höchst selbst. Uns ist herangetragen worden, dass ihr eure Organisation als Vorwand genutzt habt, um dem Bund der Morgenröte Zutritt nach Charlayan zu verschaffen. Minimal. Der Rat ist bereits umfassend informiert. Die wichtigsten Institutionen waren vorgewarnt, aber es war ein pflichtbewusster Mitarbeiter des Archeons, der uns auf eure Aktivitäten hingewiesen hat. Ja, ich kann mir vorstellen, wer... Man berichtete, dass verdächtige Personen unter dem Deckmantel von Baldesions Gelehrten versucht hätten, das Labyrinthos auszuspielen. Ja, ja. Geht sofort weiter. Ich will einmal nur kurz die heute getrunkenen Flaschen zur Seite stellen. Oh Gott, das ist eindeutig zu viel. Ich hab gedacht, dass ich so oft ins Klo muss. Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen. Auch wenn wir unsere Zugehörigkeit zum Bund nicht offengelegt haben, so sind wir doch unter richtigem Namen eingereist. Ja, nicht ganz unrecht. Unsere Suche nach Antworten hat uns in die Stadt des Wissens geführt. Der Rat der Philosophen sollte ein solches Unterfangen doch sicherlich unterstützen. Natürlich. Niemand in Charlayan wird euch davon abhalten, Wissen zu erlangen. Und doch können wir weder Ort und Zeitpunkt eurer Aktivitäten noch eure Motive außer Acht lassen. Die Weisheit gebietet es, gerade in diesen unruhigen Zeiten nach einem sorgfältig erdachten Plan zu handeln. Und wenn Fremde sich in unsere Pläne einmischen, dann erwartet ihr doch gewiss nicht, dass der Rat tatenlos zusieht. Und was gedenkt ihr nun mit uns zu tun?
Wollt ihr uns auf das nächstbeste Schiff verfrachten und zurück nach Eorzea schicken? Wenn eine Möglichkeit, ja. Ihr werdet euch in einer Dringlichkeitssitzung den Fragen des Rates der Philosophen stellen müssen. Wie mit euch verfahren wird, hängt vom Ergebnis der Konsultation ab. Wir haben euren Mitstreiter bereits in die Sitzungshalle bringen lassen. Unseren Mitstreiter. Sprache habt ihr abgeführt. Unter welchem Vorwand? Hat er beim Lesen zu laut die Seiten umgeblättert? Er hätte seine Recherche vielleicht nicht eigenmächtig auf verbotene Bibliotheksräume ausweiten sollen. Oh, ja gut. Das ändert die Sachlage, ne? Wir können diese Einladung wohl kaum ausschlagen. Betrachten wir es als Gelegenheit, mit dem Rat der Philosophen direkt zu sprechen. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Ich empfehle euch dringend, die Anhörung nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Die wievielte Anhörung ist das jetzt, seit wir das Spiel gestartet haben? Also nicht Endwalker, sondern allgemein FF14. Also die zweite mindestens. Vielleicht sogar schon die dritte? Zweite oder dritte? Gerade steht er. Not amused. Hast du eine Viera gesehen, da? Ging es nicht anders. Die Hauptsache ist, dass wir uns dieser Sache nun gemeinsam stellen können. Ich am Ende lernen wir alle im Knast. In den verbotenen Werken war aufschlussreich. Na, wenigstens dafür hat es sich gelohnt. Nun denn. Als Sprecher des Rates erkläre ich die heutige Dringlichkeitssitzung hiermit für eröffnet. Ich gebe das Wort an das Ratsmitglied Fourchenot Levieur. Wenn ihr bitte dem Rat den Sachverhalt darlegen würdet. Wie der verehrte Rat bereits weiß, haben wir kürzlich das Hilfegesuch Eorzeas zurückgewiesen. Doch es gibt jene, die diese Entscheidung nicht hinnehmen wollen und unsere Anstrengungen auf Schritt und Tritt sabotieren. Sie haben sich als Baldesions Gelehrte Zutritt nach Charlayan verschafft. Doch in Wahrheit handelt es sich um Mitglieder des Bundes der Morgenröte. Hätte man aber auch ganz einfach nachgucken können, bevor wir eingereist sind. Verfügt über starke Verbindungen zur Eorzeischen Allianz und den östlichen Verbänden. Und nun stehen sie hier vor uns, weil wir sie auf frischer Tat bei ihrem Versuch ertappt haben, an geheime Informationen zu kommen. Sie haben unser Land unter falschem Vorwand infiltriert, um sich mit unlauteren Absichten in unsere Staatsangelegenheiten einzumischen. Dies ist eine klare Bedrohung der Interessen Charlayans. Dass seine Kinder mit dabei sind, das ist ihm hoffentlich bewusst, oder? Gegen den Pflichtverteidiger? Dass du es wagst, den guten Namen der Gelehrten derart zu besudeln. Galef Baldesion würde sich in Grund und Boden schämen. Galef Baldesion hat sich stets allen Bedrohungen gestellt. Er hat sein Wissen und seine Weisheit jederzeit für das Wohl aller eingesetzt. Wäre er hier, so würde er den Beschluss des Rats ignorieren
und nicht nur dem Bund der Morgenröte, sondern allen die Hand reichen, die sich auf diesem Stern der Bedrohung stellen. Da fällt dir plötzlich nichts mehr ein. Für unsere Welt hat die Stunde der Not geschlagen. In tiefstem Respekt und in dem Glauben, gemeinsame Ideale und Ziele zu verfolgen, wandte sich Eorzea an Shalayan. Und was tat Shalayan? Es verweigerte die ausgestreckte Hand. Ist das wirklich die Weisheit Taliaks? Seid ihr mit eurer so uralten, immens wichtigen Aufgabe derart beschäftigt, dass ihr Völkern in Not die Hilfe verweigert? Jupp. Wo hast du das denn aufgeschnappt? Direkt von einem Ratsmitglied. Überraschend, was man so alles hört, wenn man die Ohren spitzt. Verstehe. Ich sehe da eine mögliche Verbindung. Denn das passt zu dem, was in den verbotenen Schriften der Bibliothek geschrieben steht. Um die Motive des Rates nachzuvollziehen, habe ich nach den Gründen hinter den größten politischen Entscheidungen gesucht. Wenn man diese Schriften unbefangen betrachtet, dann lassen sich alle Beschlüsse mit der Politik der Nicht-Einmischung und der Suche nach Wissen erklären. Ich selbst habe früher nach genau den gleichen Maximen gehandelt, aber jetzt, gesegnet mit den Erfahrungen dieser Hände, ergibt sich mir ein anderes Bild. Ich habe erkannt, dass sich die Politik Shalayans zu einem bestimmten Zeitpunkt gewandelt hat. Eine subtile Änderung mit immensen Auswirkungen. Das Sammeln von Wissen war schon immer ein Teil der shalayanischen Lehre. Doch plötzlich wurde es zum einzigen Lebenszweck erhoben. Am deutlichsten war der Wandel im Labyrinthos. Lange diente es als Depot, doch plötzlich flossen erhebliche Mittel in die Ausweitung und Umgestaltung. Aus der schlichten Lagerstätte wurde eine Forschungs- und Archivierungseinrichtung. Besonders fasziniert haben mich Berichte zur Kolonisierung des dravanischen Hinterlands. Damals zog es Studenten aus aller Welt in die Kolonie und jeder von ihnen brachte Beziehungen und Gil. Diese neu erlangten Finanzmittel wurden fast ausnahmslos dafür eingesetzt, um im Labyrinthos Archive anzulegen und Lagerkapazitäten auszuweiten. Shalayans Grundpfeiler ist das stete Sammeln von Wissen. Daher ist das an sich nicht bemerkenswert. Doch die Vehemenz, mit der dieses Ziel auf einmal verfolgt wurde, ließ mich stutzen. Wenn man die Daten der Berichte abgleicht, so erkennt man schnell, wann dieser Wandel stattgefunden hat. Vor etwa 270 Jahren. Das ist doch in etwa die Zeit, in der man sich im dravanischen Hinterland ernsthaft mit dem Sternenbund zu beschäftigen begann. Was wurde damals in Erfahrung gebracht? Das hat doch bestimmt etwas mit dieser wahren Aufgabe zu tun, oder etwa nicht? Das reicht. Wir... Wer seid ihr denn jetzt? Ja, wir erfüllen einen wichtigen Auftrag. Wurde ihm einfach das Maul gestopft? Aber selbst wenn wir all unsere Geheimnisse lüften würden, was würde das ändern? Sollen wir unsere Aufgabe ruhen lassen und stattdessen mit euch in den Krieg ziehen? Möglich. Wäre eine Sache. Wir werden niemals die Waffen erheben. Unsere Pflicht liegt nicht im Kampf, sondern in der Erfüllung dieses einen, alles überragenden Auftrages. Dieser da wäre? Selbst wenn dieses Gestirn vergeht, wir werden es nicht. Nun denn,
So sei es. Aber die Morgenröte bleibt standhaft. Bis zum letzten Tag. Bis zum letzten Atemzug. Und doch sind sie unwissend. Vater, Ratsmitglied Fourchenot. Ich kann eure Haltung einfach nicht verstehen. Ich gebe zu, ich habe noch keine Antwort auf die Frage gefunden, die ihr mir in Glidania gestellt habt. Aber selbst ich, mit all meinen Fehlern und Zweifeln, habe Freunde, die zu mir halten. Deshalb schreite ich stets voran und überdenke dabei beständig meine Haltung und meine Taten. Ich versuche alles mit Sinn zu füllen, meine Wünsche und meine Entscheidungen. Danke, ich denke, das reicht. Wir sollten den ursprünglichen Zweck dieser Sitzung nicht aus dem Auge verlieren. Das ist Rektor Monty Shen, der Leiter der Magieakademie und ein Freund meines Großvaters. Ratssitzungen unnötig in die Länge zu ziehen, scheint mir ein Laster, von dem wir uns nicht lösen können. Unsere Zeit ist kostbar. Daher schlage ich vor, dass wir zum eigentlichen Thema zurückkehren. Der sieht nett aus. Ich glaube, wir können mit Sicherheit festhalten, dass die Angehörten dem Bund der Morgenröte zugehörig sind. Einer Organisation, die mit den Nationen Eoseas verbündet ist. Und dass sie fest entschlossen sind, sich dieser Bedrohung im Kampf zu stellen. Allerdings vermag ich hier beim besten Willen keine Einmischung in unsere Staatsangelegenheiten zu erkennen. Ich mag den. Zumal uns allen bewusst war, dass unsere Position in dieser Sache Fragen und ja, auch Widerspruch hervorrufen würde. Verehrte Freunde, stellen wir uns einmal vor, man würde uns, ohne jegliche Erklärung, die Antwort auf eine derart wichtige Frage verwehren. Wären wir nicht die Ersten, die ihre Nasen in verbotene Bücher stecken würden? Lassen wir doch Nachsicht walten. Schließlich ist niemand zu Schaden gekommen. Ruhe! Ich bitte um Ruhe im Saal. Die Ausführungen des Ratsmitglieds Monty Shen sind durchaus logisch. Beherzigen wir sie bei unserer Entscheidungsfindung. Bis auf Weiteres haben Baldesions Gelehrte ihre Aktivitäten in Schalayan zu unterbinden. Alle weiteren Nachforschungen bezüglich der Entscheidung des Rates sind zu unterlassen. Sollten diesen Anweisungen nicht Folge geleistet werden, sind die Unterstützer von Baldesions Gelehrten unverzüglich des Landes zu verweisen. Dies ist der Vorschlag, über den der Rat der Philosophen nun zu befinden hat. Wer ihm zustimmt, erhebe nun seine Hand. Ich zähle 51 Stimmen dafür, 48 Stimmen dagegen. Eine knappe Entscheidung. Aber der Vorschlag ist damit angenommen. Nun denn, werte Vertreter von Baldesions Gelehrten und Mitglieder des Bundes der Morgenröte, dies ist die Entscheidung des Rates. Und ich würde euch empfehlen, sie ernst zu nehmen.
Die Dringlichkeitssitzung des Rates der Philosophen ist hiermit beendet. Das war eine lange Szene. Oh, ein Yuna-Kostüm. Puh, da sind wir nochmal glimpflich davongekommen. Man hätte uns beinahe des Landes verwiesen. Aber es hat sich gelohnt. Der Rat hat irgendwas im Sternengrund herausgefunden und seither verfolgen sie diese wichtige Aufgabe, von der sie erzählen. Und sie muss etwas mit dem Weltuntergang zu tun haben. Sonst hätte die Verlautbarung der Dilophoroi nicht die hastige Lageraktion im Labyrinthos ausgelöst. Allerdings sind uns nun in Schalayan die Hände gebunden. Hier finden wir wohl so schnell nichts Neues heraus. Hm. Natürlich nicht. Immer noch 80er? Alter. Fühlt sich aber hin. Nein, finde ich gut. Gottes Willen. Wir haben zwar Interessantes in Erfahrung gebracht, aber ich hatte gehofft, dass man uns verraten würde, was dieser wichtige Auftrag ist, auf den der Rat hinarbeitet. Ich verstehe immer noch nicht, warum sie so verbissen geheim halten, warum unser Vater so verschwiegen ist. Dem Gestirn droht der Untergang. Ist ihm diese Aufgabe wichtiger als das Leben seiner eigenen Familie? Mein Lieben, es ist so schön, euch zu sehen. Ich habe gehört, dass ihr für eine Sondersitzung von dem Rat der Philosophen zitiert wurdet. Das hat mir einen ordentlichen Schreck eingejagt und ich bin sofort hierher geeilt. Mutter? Gestatten? Oh Gott. Amélians Lulieu? Ich bin echt grottig im Französisch. Ihr müsst Mitglieder vom Bund der Morgenröte sein. Ich freue mich sehr, euch endlich persönlich zu treffen. Mutter, wir sollten nicht hier sprechen. Vater hat uns verstoßen und wir wollen nicht, dass du auch noch in Schwierigkeiten gerätst. Ach, Unsinn. Ich werde ja wohl noch mit meinen eigenen Kindern sprechen dürfen. Und ja, ich habe natürlich schon von eurem Zwist mit eurem Vater gehört. Wäre ich doch nur zur Stelle gewesen, um euch Streithähne rechtzeitig zu trennen. Ich kann diesen Namen einfach nicht aussprechen. Aber dafür ist es jetzt wohl zu spät. Ihr beiden müsst später zu Hause vorbeischauen. Es gibt da etwas, das ich euch unbedingt überreichen möchte. Das trifft sich doch ganz gut. Wir müssen ohnehin Tancred und den anderen berichten, was wir in Erfahrung bringen konnten. Überlasst es ruhig uns. Ihr könnt derweil zu Hause vorbeischauen. Es ist wichtig, dass ihr diese Zeit mit eurer Mutter nutzt. Aber wenn... Adaria, was meinst du? Du bist also Adaria? Ja, hi. Also es ist mir wirklich eine Ehre, dich endlich kennenzulernen. Was für ein wunderbarer Tag. Du bist natürlich auch recht herzlich eingeladen. Was? Der Figur bleibt auch einfach mal so den Mund offen stehen. Und jetzt keine Ausflüchte mehr. Am besten ihr beeilt euch, bevor euer Vater wiederkommt. Für mich wäre das kein Problem. Aber mir tun die Bediensteten leid, wenn sie seine üblen Launen ertragen müssen. Bitte sieh zu, dass die beiden es sich nicht nochmal anders überlegen. Sei so gut und begleite sie zu unserem Anwesen, ja? Ich gehe schon einmal voraus und bereite alles vor. Hübsche Frau. Hübscher Charakter. Und weg ist sie. Damit wir das geklärt. Wir kehren nun zum Annex zurück. Aber ihr drei könnt euch ruhig die Zeit lassen. Ist das so? Aber kurz was nachgucken.